Und zwar wollte ich mal gucken, dass ich gegen den hier mal dieses andere Training da mache. Genau, das Mikiri-Konter-Training, das wollte ich mal machen. Mikiri-Konter, wenn das so ist, bin ich. Da. Okay. Also, ein Shinobi kann eingehende Stoßangriffe vorausahnen und kontern, indem er auf die Klinge tritt. Diese mächtige, riskante Technik heißt Mikiri-Konter und fügt der Haltung mehr Schaden zu als parieren. Nutzt den Mikiri-Konter 3 für 3 Todesschläge. B. Hä? Ach so, okay. Okay, ich muss trotzdem. Okay, ich muss trotzdem parryen. Okay. Warte mal. Genau, da habe ich geparried. Hoppala. Ah, ich muss beide gleichzeitig. Okay, alles klar, jetzt habe ich's. Okay, also ich muss parryen und. Alles klar, also ich muss parryen und B drücken gleichzeitig dafür. Oh Gott, oh Gott. Okay. Gut zu wissen. Okay. Habe ich wahrscheinlich sowieso bald wieder vergessen, aber ist ja erstmal egal. Ich wollte jetzt reisen und zwar zum Burgtor. Todesschlag verhängen kann. Das hier kann ich ja jetzt aufmachen, das Burgtor, ne? Dann komme ich ja tiefer in die Burg rein, denke ich mal. Hier will ich jetzt tiefer in die Burg reinkommen. Ich will aber jetzt erst noch gucken, was da oben ist. Ich sollte vielleicht laufen. Bis zu einem gewissen Punkt damit. Das wird tot. Da sitzt wer. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber er hat hier Gegner getötet. Also, I mean. Oh, wow, ein Keramiksplitter. Den kannst du dir auch sonst wo hinschieben. Ah, hier ist nochmal ein Shop. Hallo. Ja, das glaube ich auch. Der hat Kürbissamen drinne und ein verbessertes Feuerwerk. Okay. Und Tropfen Drachenblut für 180. Krass, okay. Gut zu wissen, das sollte ich mir merken. Weil ich habe halt noch so viel Shit, den ich noch mir holen muss. Achso, warte mal, aber ich kann ja. Also ich kann halt Geld safen, ne? Sicher ist sicher, I guess. Bekommt zwar, glaube ich, davon nur 100 raus, aber das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir zum Thema. Wer bist du? Ah, okay, er steckt seine Waffe weg, also ist das da kein Böser. ネズミがもう一匹。いや、その目。飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り!
Wenn ich mir so die Hände und Füße angucke, ist der schon tot. Klar, warum nicht? Rattenbeschreibung. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein tragen Bambushüte, viele Ratten lungern herum, zuletzt nahe dem Ashima-Burgtor gesichtet. Okay. Nezumi no kao, sore to suana ja. Kitte maire. Sasureba, onushi no ikusa ni yakudatsu mono o yaro. Okay. Kügelchen, wuhu! Oh, wir sind jetzt hier. Mach die Tür bitte schneller auf, da kommt doch bestimmt gleich wer vorbei. Ach nee, warte mal. Nee, wait a second. Ah, wir sind hier oben. Okay, ja, das ist fein. Das heißt, man kommt sogar relativ schnell zu dem hier hin. Huch, hi. Hey. Anta ga ikinokotta no kai? Wer bist du denn? Oni no gyobu sama mo yatto shikabane ni nareta kane. Keredo nani mo kawari ya shinai yo. Ikusa wa tsuzuki. Shikabane wa tsumare. Ensa bakari ga michimichiru. Anta kangaeta koto ga aru kai? Souyu ensa ga doko ni tsumotte iku no ka o? Nai daro. Nai daro ne. Dakara koso anta mo ayatsu mo aware na koto da yo. さ、もうババが何を語ろうが、戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。さ、ババ、そういう。Also, eins von den Viechern ist nahe des Ashina-Tors gesehen worden. Jetzt bin ich einmal gespannt, wo das Vieh dann ist. Leichter Geldbeutel. Nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein großer Geldbeutel bringt. Ich gehe mal von irgendwie sowas wie 500 oder sowas aus. Okay, wir sind raus. Okay, geht's nicht runter. Na, das Ashina-Burgtor wurde so ein Vieh gesehen. Da muss das ja hier irgendwo sein, weil das ist ja hier das Burgtor, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil er gesagt hat, das Burgtor bleibt geschlossen. Außerdem heißt der Portband ja auch Burgtor. Burgtor. Zu wenig Luftgold. Pfff.
Ich dachte mir gerade so, warte mal, jetzt gucken wir mal, wo es lang geht. Da kann man lang gehen, da kann man lang gehen, da kann man. Ups, hallo, hi. Bist ein Schütze, ne? Ui, so eine 2-Angriffskraft ist halt schon ordentlicher Unterschied, ne? Oh nee, okay. So, hier ist aber niemand. Na, sie juckt. Da ist nichts, wo ich mich ranhängen kann. Das hört sich nicht gut an. Da sind zwei, da ist noch. Okay, die haben mich gesehen. Also es bringt mir gerade gar nichts, hier lang zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Weil hier ist halt einfach meine Runde nix. Naja, jetzt steht euch mal da oben wieder hin. Da, das wird das Vieh sein. Ichin no yamai. Yahari omoi yo ja. Tatoe Genichiro ga oredo, Ashina no kuni, nagaku wa nasasou da no. Shite, mou hitotsu no nin wa. Shiro no hebidani no gawa ga, kurokasa de sawagashii yo ja. Naraba tsugi wa sochira yo. Da ga saishin ni na, Kurokasa no mujina, namanaka ni wa yarenu zo. Wer hat mich denn da? Ach, da hinten war noch einer. Oh, fuck. Den habe ich absolut nicht gesehen. Frage ist halt, springt er da wieder hoch oder nicht? Ja, der springt da wieder hoch. Okay, da hinten ist also auch noch einer. Den habe ich absolut gar nicht gesehen. Ey, holy shit. Ja, jetzt entspannt euch mal wieder da hinten. Ja, du auch noch, bitte. Da sitzt er. Die Sache ist halt, dass die sich halt gegenseitig angucken. Das ist halt scheiße. So, jetzt habe ich nur den...
habe ich denn jetzt noch gebraucht? Ach du Scheiße, okay, da sind noch ein paar mehr von denen, alles klar. I see. Hab's verstanden, alles gut. Ui, okay, da sind also noch ein paar mehr von denen. Das Problem ist halt, die sind halt eigentlich auch gar nicht so das Problem. Vorausgesetzt, man hat die... Ich weiß ja, dass es hier so eine Axt gibt, mit der man das machen kann. Da kann man nämlich die Hüte mitspalten von denen. Aber das Problem ist, dafür brauche ich halt erstmal die Axt. Es gibt halt im... Ah, wait, warte mal, ich habe die hier gepult, wa? Warte mal, jetzt erfolgen muss. Dann nehme ich jetzt erstmal wieder den damit. Den hier vorne. So. Da sind zwei, aber ist hier vorne nicht auch einer? Steht hier nicht auch ein Gegner? Mir war so, als wenn das drei gewesen wären. Kann ich sein, dass da vorne zwei stehen und der eine hier... Aha. Das ist das Problem. Okay. Ja, das ist aber okay. Das war auch der dritte. Denke ich mal. Wenn ich schnell genug bin, kann ich einen davon wegnatzen. Nice. Auch noch genau den richtigen getroffen. Sehr schön. Mir macht das ein bisschen Angst, dieses Gerumpel da drinne. Ach, schon wieder eine Keramikscherbe, wie toll. Hab ich gesehen. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, ich erinnere mich. Genau, es ist Specky da. Die Sache ist die, ist hier noch wer anders? Aber nicht, oder? Ich sehe zumindest niemanden sonst. Oh! Never mind! Dahinter stand noch einer. Scheiße. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Dass dahinter tatsächlich noch einer stand. Okay. Pony tot. Okay.
Okay. Update. So, dann kann ich den hier hinten wieder free mitnehmen. Ich möchte halt eigentlich auch die anderen beiden da machen, aber das Blöde ist halt... Das Blöde sind die Hunde hier unten. Tatsächlich. Ein bisschen schwierig. Das war ganz gut. So, okay. Der kommt ja jetzt alleine, hoffe ich mal. Ich möchte euch halt gerne für die Quest töten. Ja, macht Gift unter dich drunter, das ist mir egal. Oh wow. Das ist uncool. Da bin ich tot. Bist du wieder zurück? Das wäre super toll. Okay, du brauchst Jahre, bis dahin bin ich ja 10-mal vor dir weggelaufen, Alter. Gut, okay, das ist nicht so gut gelaufen. Okay, alles klar. Das ist halt echt scheiße. Die Viecher kann ich halt machen, wenn ich die Axt habe. Dann sollte ich die Viecher erst angehen. Ich meine, ich kann den halt, also den einen kann ich halt hier vorne mitnehmen, weil der ist free. Hier ganz vorne. Ja, also ich meine, XP nehme ich mit. Und das Geld, was er ausspuckt. Zack. Und auch den Gegenstand dazu. So, dann machen wir jetzt wieder die Hundis. Und das Härchen dazu. Oh, den hätte ich sogar noch finishen können. Interesting. Gut, die beiden sind mir erstmal Latte. Ich kann doch auch, warte mal. Was? Ach so, okay. Der Schütze läuft jetzt hier noch durch die Gegend. Den da kann ich free mitnehmen.
Achso, der bleibt da stehen. Das ist natürlich unlucky. Gut, wenn der da komplett stehen bleibt, dann kann er mich mal. Gehen wir jetzt hier mal runter. Nehmen hier noch das Item mit. Ach, ein blödes Arkos-Konfekt. Das braucht auch keiner. Zuck. Ah ja, genau. Und der zweite da hinten, der hat mich eben gerade einfach mal so richtig hart überrascht. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Kann er bestimmt hier irgendwo hoch, oder? Nicht? Und da hinten ist auch noch ein normaler Typ. Okay. Was mich jetzt halt ein bisschen wundert, ist, dass ich da irgendwo hoch kann. Das bringt mich ja auch nicht weiter. Ich kann mir da auch nur bis hier hin. Kann ich da oben hin? Ist hier vielleicht noch eine Idee? Müsste irgendwie gehen, oder? Das ist zumindest ein Weg. Also, ich nenne es mal Weg in Ermangelung eines besseren Wortes dafür. Ich komme nämlich auf dieses Dach da nicht drauf, das ärgert mich ein bisschen. Da oben kann ich an den Baum nicht ran, ne? Komisch, komisch. Hey, du guckst mich genau an und siehst mich nicht, das finde ich gut. Kein Punkt, wo ich mich hinhangeln kann. Das ist ja... Wow, okay. Ich meine, die werden ja schon relativ früh angezeigt. Und hier ist halt einfach gar keiner. Das heißt wohl, man muss da durch. Was es aber irgendwie unendlich schwer macht, weil da zwei von diesen Großen sind. Ich müsste irgendwie hinter den anderen Großen kommen. Das wäre halt easy peasy, wenn ich da hinten zu dem Tor komme. Wenn ich dahin komme, kann ich nämlich erst den wegmachen und dann den hier, den anderen großen und dann, ja gut, der kleine ist halt nicht das Problem. Den kann man halt mit Parry und sowas dann wegmachen. Aber... Aber ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Für YouTube geht's ja morgen gleich weiter und Sekiro, keine Ahnung, wahrscheinlich im Laufe der Woche dann wieder. Bis dahin, YouTube reingehauen. Ciao, ciao.